Hallöchen, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt, ein weiteres Steam-Spiel, Dreamscaper, der Prolog. Das heißt also die Einführung, die Vorschau. Das offizielle Spiel, oder das Spiel Dreamscaper, so was ich gesehen habe, am 14. August online kommt. Das heißt, wenn dieses Video online ist, ist die andere Version schon online. Deswegen, wir werden erstmal die Prolog-Edition spielen. Und ein Gamepad ist sehr empfehlenswert. Naja, mal schauen. Wir können schlafen, wir können die Tür, können wir verlassen. Was haben wir hier sonst noch so schön? Wir können ins Seated Run. Ah, okay. Okay. Falls man das wie Minecraft ein Seed geben, dass man die gleiche Welt hat wie ein anderer. Zum Beispiel Mallory, unluck by getting to know Tamal. Ah, das kennt, das habe ich doch schon mal gespielt. Okay, wir verlassen die Tür. Apartment aktuell, Café, Bookshop, Bar. Wir können also ins Café gehen, in die Bücherei oder in die Bar. Wir gehen mal ins Café. 15 Minuten dauert das. Oder auch nicht. Schlafen? Lasst euch schlafen. Ja, wird doch nichts mit schlafen. Jetzt sind wir in einer... Ah ja, naja, doch, das habe ich schon mal gespielt. Das war sehr lustig gewesen. Deswegen wollte ich es nochmal als angespielt bringen. Ich hätte es nochmal so für mich kurz gespielt gehabt. Und wir haben jetzt zwei Portale, in die wir rein können. Ich gehe einfach mal in eins rein. Da oben rechts sehen wir in den Mini, in der Map. Aua. Wir wollen es alle killen. Ach du Kacke. Juhu. So. Schwinde. Dum 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 dum. Zack. Ich glaube, der hat nochmal gedamaged, oder? So, und links haben wir irgendwie Stats, 50, keine Ahnung, ein Schlüssel, eins, keine Ahnung, 5 Pfeile scheinbar. Aber wir können den Schlüssel hier nutzen, um hier reinzukommen weiter. Hier ist eine Kiste. Was ist das? Was ist die Kiste? Barbarian Class erhöht den Nahkampfschaden, aber reduziert die Fernkampf- und Fähigkeitsschaden. So, kann ich die anlegen? Keep Sex. Achso, das kann man einfach mitnehmen, ja. Wie konnte ich Range attacken? Huch. Okay. Dum, 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 dum. Mhm. Also ist ja nichts mehr. War wirklich einfach nur die Kiste. Wenn ich die Map M, wenn ich M drücke, dann kann ich die ganze Map sehen, ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber wie kann ich. Wie bin ich denn gerade dahin gekommen? Aim. Ach Gottchen. Kämpfe ich lieber nahkampfmäßig, glaube. Huah. Links geht's aber auch noch lang. Wo ist das denn? Es scheint. Ne, doch nicht. Ist noch da. Dumm. Out of Project A, ich hab Anzahl A, das waren unten links die Dinger gewesen, ne? Aua. Inside. Tot! Hier war tatsächlich noch eine Kiste. Mit einer Waffe. Poison 2 Schaden. Logo, nehmen wir mit. Das ist halt schwächer. Jetzt haben wir eine Axt mit Giftschaden. Oh, hier eine Bombe. Oh. Ja, ich habe ganz viele Bomben gezündet. Ich bin ja doof. Die haben ja neue Skills. Release 2 verbrennt. Das sind Fähigkeiten. Und ein Schild.
Auf jeden Fall, nehmen wir mit. Ah, wir konnten uns scheinbar nur für eins entscheiden. Interessant. Da geht es nicht weiter. Und das war es hier auch schon wieder. Wir sind zwei wirklich richtige Wege gelaufen. Sehr interessant. Und wo konnte ich davon diesen Skill nutzen? Was war denn das? Alter, dieser Schild. Der ist ja auch gar nicht groß. Dim, dim. Dann gehen wir hier lang. Wohin haben wir denn da? Schießt du nur fernkampfmäßig? Okay. Ach Gottchen. Vergiftet. Du Lutscher. Weiß aber nicht für wie lange. Ich glaube, das Ding kann man nicht vergiften, oder? Doch, kann man. Ich bin einfach ein Pro. Zack. Huah. Einfach umgenatzt. Wir haben wieder ein Projektil bekommen. Ich kann sie interrupten mit meinem Hammer. Schön Gift blasen. Was haben wir denn da? Ist das auch wieder ein Gegner? Ja. Ah, okay, der macht Schaden in der Nähe. Wieder ein Projektil. Also vielleicht allerdings links ist unbekannt. Wir gehen erstmal links. Ein Puzzle. Ein Rätsel. Wir müssen das hier, was wir haben, und wir müssen den Eingang mit dem Ausgang verbinden. Ne, es geht schon mal nicht mehr. Das heißt, es muss hier sein. Das kann nicht sein. Ach, hier unten geht's weiter. Ne, ist auch wieder da. Sehr interessant, weil theoretisch müssten wir das ja so machen. Das heißt, es muss von hierher kommen. Komm ich da sonst nicht lang? Nee. Doch, komm ich. Aber möchte ich nicht. Was haben wir da? Spende zwei Schlüssel und bekomme eine Bombe. Okay. Nee, ich will dieses Rätsel lösen. Hä, das ist doch voll strange. Oder muss ich einfach alle... Ach so, da ja. Da muss ich alle einfach nur farbig machen, scheinbar. Muss ich alle miteinander verbinden. Guck mal hier. So, so. So ist das Ende. Dann machen wir hier weiter. Dann geht's hier lang und hier lang und... Ah, schwierig. Was hätte ich dann falsch gemacht? Ich muss hier hinten lang, oder nicht? Da geht nicht. Das heißt, das hier müsste ich irgendwie verknüpfen. Aber es geht auch wieder nicht. So müsste ich es machen, aber dann habe ich hier keins. So, so, so. Jetzt muss ich es halt nur noch irgendwie verknüpfen. Theoretisch sind die jetzt alle miteinander verbunden. Aber es hilft mir nicht viel. Ich glaube nicht, dass es richtig ist, dass ich alle farbig machen muss. Das klingt mir irgendwie zu komisch. Wir haben höchstens die Möglichkeit... Wir können ja, wir müssen ja nicht da lang. Wir können ja auch... ne, doch müssen wir. Warum das Lustige ist, warum ist es auf einmal alles trotzdem noch orange? Ha! Bin gut! Was kriegen wir dafür? Grasp of the Shadow. 22 mit 4 Damage. Nehme ich mit. Dann erstmal nicht schaden. Ach, guck mal. Wenn ich Umschalt drücke, dann ist es eine Zeiteinfrierung oder so. Lucid Attacks. E, Lucid Attack, Q. Oh. Schöner Angriff. Ja, ja. Kein Rätsel ist von mir sicher. Naja. Werfe lieber so per Hand an. Ah, verdammt, ich war zu langsam.
Ah, vom Gift gekillt. Du Nudel. So, jetzt irgendwo hier brauche ich eine Bombe. Seht ihr oben rechts das Symbol? Z, glaube ich, oder? Das mussten wir freisprengen. Aber es ist immer noch da, das Symbol. Ah, hier. Na, ich habe keine. Mir fehlt die zweite Bombe. Komm ich hier auch schon rein? Out of keys. Ich habe keine Schlüssel mehr. Sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht. Dann gehen wir mal den anderen Weg. Noch einen hat man ja noch. Das Rätsel gelöst. Ein Ding. Uff. Umgenatzt. Huah! Ich brauche ein bisschen Leben wieder, das wäre ganz nice. So fresh sieht mein Leben nämlich nicht mehr aus. Eine Ampel. Oh, wir haben oben einen Chop. Sehr nice. Und links ist ein rechts ist ein Bossgegner. Au. Der hatte 5 Kugeln, habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, wahrscheinlich nur 3, oder? Ja, der hat nur 3 Kugeln auf sich drauf. Das heißt, er hat nur 3 Schüsse. Der andere hat gerade 5 gehabt. Schlecht für mich. Schlecht. Oh, hier ist ein Laden zum Kaufen. Ich habe 390. Ich kann mir so nichts kaufen, außer vielleicht ein bisschen eine Health Potion. Können wir noch kaufen. Purify, 2 Bomben. Pocket Mirror. Schild parieren können wir 30% größeres Fenster, also eine höhere Reichweite scheinbar. Slingshot 3, eine Fernkampfattacke, 35 bis 88 Schaden pro Sekunde. Ich weiß nicht, wie man verlässt 3 oder ich weiß nicht, wie man abhaut oder so. Und das Brecherschwert. Sehr interessant. Jetzt haben wir ja... Ne, Schlüssel habe ich nicht, aber ich habe eine Bombe. Bevor ich zum Bossgegner gehe, will ich ganz kurz noch dieses eine Ding aufmachen. Das ist wie so eine rote Ecke, seht ihr das? Was bedeutet diese rote Ecke? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das dann noch. Ach nee, da bin ich gerade, alles klar. Das ist mein aktueller Standort. So, hier brauche ich noch eine Bombe. Dafür. Piu. Verdammt nochmal, das ist eine Heal Potion. Ich hätte sie mir gar nicht kaufen müssen. Das ist eine große Heal Potion. Immer noch. Hier. Tatsächlich. Ich habe einen Schlüssel bekommen. Sehr nice, das passt. Jetzt haben wir nur einen Heiltrank. Ne? Auf der Map sehen wir, das ist sehr cool. Dass auf der Map alles angezeigt wird. Hier haben wir einen Laden. Wir können wählen zwischen dem Langbogen oder dem Hockey Skates. Nehmen wir den Langbogen. So. Wenn wir entsprechend. Wenn wir Umschalt drücken. Umschalt war das gewesen, ne? Blink, kann ich den wieder mitnehmen? Ne, leider nicht. Können wir jetzt hier Pfeile schießen? Sehr cool. Eine Bombe haben wir noch. Wir können jetzt natürlich den. Heiltrank mitnehmen, ist ja klar. Hätten wir uns nicht kaufen müssen, aber ich hätte mit dem Gold, wobei jetzt habe ich 400. Vielleicht hätten wir uns was Schönes kaufen können. Naja. Auf jeden Fall, Rätsel sind alle gelöst. Dann auf geht's zum Bossgegner. Komplett fresh sind wir. Ich muss mit diesen Skills noch umzugehen lernen, wenn ich E und Q drücke. Die Lucid Attacks. 10x5 Damage oder 22x4 Damage. Das ist natürlich heftig. Ja, wenn ich E drücke, das ist natürlich deutlich stärker. Große Gegner! Oh, schönes Areal. Sind wir verletzt?
Ein kleiner Fisch. Oh, hier sind Bomben. Wir gucken erstmal, was er macht. Wir können ihm noch kein Damage machen. Okay, er ist unter Wasser. Ach du Scheiße. Okay, was kann ich damit machen? Ah, das sind Minen, wenn ich in der Nähe bin, explodieren die, verstehe. Das ist also negativ für mich wahrscheinlich. Nö. Bruder! Und wenn ich von unten komme, ist ja echt gruselig, oder? Zack, zack, ach, komm schon. Oh, ich bin fast tot. Oh. Hätte ich auch so angreifen? Nee, ne? Hm. Doch, schon ist wichtig. Wir haben natürlich auch einen Slow-Mo, ne? Ist auch möglich. Immer wieder andere Angriffe hat der. Sehr interessant. Kommst du auch nochmal her? Zu mir? Okay, das müssen wir machen, alles klar. Verstehe. Wir müssen Slow-Mo machen. Dann können wir ihn killen. Kommt jetzt wieder diese Wirbelstürme? Meister am Start. Naja. Ach, seriously? Oh Gott, ich bin so tot. Passt. Kann mich stoppen. Ist aber ein bisschen close gewesen, ne? Noms. Sprich zur Hand. Talk to the hand. Ja, ein bisschen Heilung kann ich schaden. Increase health and boost attack speed. Karate G. Dann nehme ich mit. Ascent. Nothing to fear, Explorer. Wir haben das erste. Die erste Mission zusammen bestanden. Das nach Hause kommen, Part 1 von 2. Nächster Tag in 3 Stunden, 1 Minute, 0 Minuten. Und die Ressourcen eingesammelt, pipapo. Ach, das ist schon. Ne, das ist einfach, glaube ich, nur Thanks for supporting us, pipapo. Hm, okay. Wir können jetzt Geschenke craften. Was ist jetzt mit dem Leaven? Kann ich das jetzt machen? 15 Minuten, ja. Ich hab theoretisch 15 Minuten. Das dauert 15 Minuten. Wahrscheinlich war es einfach in der Nacht gewesen und ich konnte nichts machen. Ich könnte theoretisch schlafen und weiterkämpfen, aber ich gehe mal hier einfach mal jetzt zum Café. Let's go! Guten Tag, der Herr. Bruce. Shit. Chit-chat.
Okay, wir unterhalten uns einfach ein bisschen. Stranger. Gift. Können wir denn mal ein Geschenk machen? Ne, können wir nicht. Müssen also irgendwann später nochmal mit ihm reden, wenn er wieder was Neues hat. Alter, unser Charakter, seht ihr das Gesicht, der ist ja überhaupt nicht gruselig oder so. Da, kriegt Albträume. Holy. Überhaupt nicht gruselig. Sonst gehen wir zum nächsten. Zum Bücherladen. Reden dort mit der Person. Unterhalten uns mit ihr in 30 Minuten. Schon wieder ein bisschen verbessertes Verhältnis zu ihr. Mehr ist sie scheinbar auch nicht. Gehen zur Bar. Jetzt ist es abends. Reden mit Allison. Mit dem Barkeeper reden. Eve. Hallöchen, Eve. Cassie needs to go home to sleep. Wir müssen nach Hause, wir müssen schlafen. Apartment, 9 Uhr. Ach, da kann man ja sofort hin. Das ist quasi Teleport. Jetzt gehen wir schlafen, weil der Tag war sehr lang gewesen. Und in der Nacht müssen wir killen. Burgers, Pizza. Und so geht's weiter und weiter und weiter. Ach, Fast Travel gibt's ja sogar, sehr nice. Schnellreisen. Ja. Okay, meine Freunde, ich würde sagen, das war's gewesen mit dem Angespielt zu Dreamscapers. Aktuell noch, wie gesagt, diese Version ist die Vorversion, die finale Version könnte sich natürlich ändern. Minimalst. Und ist am 14. August im... War das Early Access gewesen dann? Oder ne, ich glaube, die richtige Version kommt am 14. August in Steam. Keine Early Access, glaubt schon an die volle Version. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei angespielt. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.